Willkommen zurück, liebe Final Fantasy 7 Freunde! Tja, ich weiß immer noch nicht, wo wir hin müssen. Kein Plan. Sollen wir jetzt einfach aus der Stadt wieder verschwinden? War das jetzt einfach rein informationstechnisch hier, oder was? Ah, guck mal, da ist ja... Ach, das sind ja unsere Freunde! Hey Leute! Cosmo Canyon. Hier wurde Avalanche geboren. Ich habe meinen Leuten versprochen, dass wir irgendwann, wenn wir den Planeten vor den Shinra gerettet haben, zum Cosmo Canyon gehen und feiern. Bix, Wedge, Chess. Jetzt sind sie alle tot. Für den Planeten gestorben. Wirklich? Um den Planeten zu retten? Wir alle, wir hassen die Shinra. Habe ich überhaupt das Recht, einfach weiterzuleben? Werden sie mir je vergeben? Jetzt im Moment weiß ich es wirklich nicht. Aber eins weiß ich. Wenn ich irgendwas tun kann, um den Planeten zu retten, oder die Leute, die darauf leben, dann werde ich es tun. Es ist mir egal, ob ich es aus einem Gerechtigkeitssinn heraus oder aus Rache oder warum auch immer tue. Es ist egal. Das sollen die selbst entscheiden. Ja, ich tu's! Wieder! Wieder! Avalanche ist wiedergeboren! Wie viele Jahre ist es her? Meine Güte, das erweckte Erinnerungen. Ich habe viel gelernt. Das alte Volk hat mir viel beigebracht. Über die Setra und das verheißene Land. Ich bin allein. Ich bin jetzt ganz allein. Aber ich bin... Wir sind da für dich, okay? Ich weiß. Ich weiß, aber... Ich bin die einzige Setra. Heißt das, dass wir dir nicht helfen können? Cloud? Freudenfeuer sind eine komische Sache, nicht wahr? Die erinnern einen an alles Mögliche. Weißt du, Cloud? Vor 5 Jahren. Ach, nichts. Nee, vergiss es. Ich habe Angst, danach zu fragen. Was ist los? Mir ist es, als ob du ganz weit weg gehst. Du bist wirklich, wirklich du selbst, oder? Tja, schön. Haben wir mit den Leuten gequatscht? Aber wie geht's jetzt weiter? Sehr lange. Als ich noch ganz klein war, wir standen alle um diese Flamme herum. Ach nee, vergiss es. Was ist passiert? Ach, meine Eltern. Wenn ich von meiner Mutter spreche, bin ich voller Stolz und Freude. Und das ist okay. Aber wenn ich an meinen Vater denke, bin ich voller Zorn. Du kannst deinen Vater wirklich nicht vergeben. Natürlich. Er ließ meine Mutter tot liegen. Als die Chi angriffen, rannte er alleine weg von meiner Mutter und den Bewohnern des Canyon.
Komm, Nanaki. Hier ist etwas, das solltest du sehen. Hä? Da könnte es gefährlich sein. Wollen du und dein Begleiter mit uns kommen? Nehmen wir... Ja, komm, nehmen wir wieder Aris mit. Unsere treueste Kameradin hier. Oder jedenfalls empfinde ich das so. Ich mag die Aris. Aber wo müssen wir jetzt hin? Warte auf mich! Nicht so schnell! Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder hochklettern? Oh, das gibt's ja nicht. Alter Mann, du bist viel zu schnell für mich. So, warte doch. Der fliegt einfach, der Mistkerl. Ich will auch fliegen. Ach, der ist ja hier. Hm. Ohohoho. Was? Ja, ja. Sollen wir gehen? Sehr interessant. Huch. Also, herein, herein. Hey, kommst du nicht mit, Opa? Was? Bist du verrückt? Da drin ist's gefährlich. Das habe ich dir doch schon mal gesagt. Du willst, dass ich, alter Mann, als erster gehen soll? Ich bin gleich hinter dir. Ah, der kommt auch mit, okay. Dann speichern wir mal kurz, weil es hier ja so gefährlich sein soll. Was ist denn das hier für ein Ort? Warum war denn der verschlossen? Da gibt es noch einige Fragen zu klären. Zum Beispiel, wie kommen wir hier runter? Ja, sieht ein bisschen fädig aus. Die Bildabfrage ist nicht ganz korrekt hier. Sehr interessant. Huch, das sieht aber irgendwie gefährlich aus. Oh oh. Wo kommen wir denn jetzt hin? Hallo? Eine grieselige Höhle. Da oben ist was, aber da komme ich bestimmt nicht hin. Nee. Oh Mann, hier kann man sich sicher wieder leicht verirren. Das ist ein seltsam aussehender Felsen. Na, das war ja super. Gleich ein Kampf, weil wir den Felsen aufgebrochen haben. Oh oh, was sind denn das? Huch! Gefährliche Krieger! Ah ne, Beben bringt ja nichts bei denen. Die fliegen ja. Ah ne, nicht leben. Aua! Naja, immerhin machen sie nicht so extrem viel Schaden. Und sie verfehlen zuweilen auch. So, boah, Angriff ist geil mit diesem Schwert, ey. Nice! Oder war das nur ein Glückstreffer? Ich glaube aber nicht, oder? Nee, das Schwert, das haut richtig rein. Hör auf mit deinem blöden Spieß. Wir kriegen dich ja eh. Und tschüss. Ja, die sind nicht besonders schwer. Müssen wir wieder anfangen, Geld zu sammeln. Na, das hat's ja gebracht. Was gibt's hier? Na, das war ja klar. Das war so klar. Oh, 3 Stück. Alle angreifen, los. Na, vielleicht muss ich mich dann irgendwann mal wieder heilen. Ja, ja, setzt nur eure Spieße ein, Mann. Aris wird sich dann in der nächsten Runde heilen. Oh, oh, Todesstrafe. Nein, das klingt nicht gut. Huch! Oh, oh.
Ich glaube, wir haben nicht mehr lange Zeit, Leute. Heil dich mal, Aris. Wenn du das überhaupt kannst. Immerhin, schon mal gut. 48 Sekunden, Mann! So greif doch an! Den da, den musst du angreifen, Aris. Oh oh, Cloud ist fast tot. Kreuzschlag, los! Oh, Cloud! Mach den Typen weg! Ja, 726! Kommt schon, Leute, kommt schon! Nein, keine Todesstrafe, jetzt nicht! Nein, Cloud stirbt! Nein, Cloud wird sterben! Ein Angriff noch, komm schon! Boah, geschafft! Cloud noch 74, huh. Das war knapp! Das war sauknapp! Eine Rauchbombe! Wir müssen mal Cloud heilen. Den Cloud da. Huch, das war falsch. Ja, komm. Heil gleich mal durch. Dann kurz speichern. So, und weiter geht's. Wohin wir auch immer kommen. Ja, komm jetzt nicht schon wieder in Kampf. Ich konnte mich ja kaum bewegen. Huch, was sind denn das für finstere Geschöpfe hier? Ausgeburten der Hölle! So sieht's aus! Aber bei denen können wir ein Beben verwenden. Unser neues Schwert ist echt der Burner. Ach ja, wir haben ja noch einen Stab für Aris. Genau, habe ich völlig vergessen. Müssen wir natürlich das nächste Mal einsetzen. Oh oh, Red 13 ist vergiftet. Lunares Tempo. Ja, mache ich mal auf uns. Damit wir ein bisschen schneller angreifen. Ja, viel. Ach, sehr geil. Die Balken laden sich jetzt viel schneller. Na, das bringt jetzt irgendwie gerade nichts. Aber na gut, Teil in der Wind kommen. Cloud, du greifst den an. Und dann kommen wir gut durch. Blöde Schlange. Sind alle vergiftet. Na toll. Nö, keine Todesstrafe. Komm schon, lass mich. So. Nur noch dieses blöde Vieh da. Das kriegen wir doch auch noch runter. Komm schon. Ja, da ist es auch schon weg. Sind wir jetzt eigentlich immer noch vergiftet? Ich glaube nicht, oder? Nee. Was müssen wir denn... Ach ja, genau, den Stab wollte ich ja noch. Ausrüstung. Hier, nimm mal den. Der ist viel besser. Haben wir eigentlich noch Substanzen? Ich glaube nicht. Nö. Ach, Feuer haben wir noch. Könnten wir eigentlich Aris geben? Ramu. Ramu ist Blitz. Schauen wir uns weiter um. Diesmal ein bisschen länger, hoffentlich. Hier vielleicht? Ja, ja, wir probieren es nochmal. Ah! Sehr schön! Hm. Alle hier sind Geister des Stammes Chi, in einer bestimmten Schlacht umgebracht. In einer bestimmten Schlacht? Die rachsüchtigen Seelen der Chi sind nicht verschwunden und konnten nicht zum Lebensstrom zurückkehren. Wir müssen noch weit gehen. Hm. Wie du meinst. Dann gehen wir halt noch weit, aber erst in der nächsten Folge von Final Fantasy VII. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei.
Mal sehen, ob wir dieses Rätselchen hier lösen können. Ciao.